Es geht um viel, es geht um den Einzug in die K.O.-Runde bei dieser WM. Spanien gegen Deutschland. Spanien gegen Deutschland, liebe Zuschauer, das ist heute unser Spiel. Ihre Kommentatoren sind wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und die Stimmung hier im Allianz Stadium ist natürlich jetzt schon grandios. Es ist ein Fußballfest auf den Rängen und ich bin sicher, es wird auch eins auf dem Rasen. Klar, bei den Spielern, die wir hier gleich zu sehen bekommen. Routiniers, junge Spieler, alles dabei. Beide hoffen natürlich, hier die perfekte Mischung gefunden zu haben. Wird mit Sicherheit ein absolutes Highlight heute. Der Blick auf die Aufstellung von Spanien. Für sie geht es heute in der 4-3-3-Formation in dieses Spiel. Und in der Mitte der Stürmer ist wohl, wir kennen das, ein Stück zurückgezogen. Das ist diese falsche 9. Bei der DFB-11 unangefochtener Rekordnationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus Buschmann. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Das ist die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und im Sturm beginnen sie mit nur einem Mann. Und das ist Niklas Füllkrug. Es kann losgehen hier in diesem WM-Gruppenspiel. Dani Olmo. Ballverlust Spanien. Ein Pass mit viel Auge. Ui, das ist abseits. Also das war mal eine richtig enge Entscheidung. Aber ich glaube, es ist die richtige. Und das ist Freistoß für Spanien. Sie hätten sich hier in dieser Anfangsphase über Gelb nicht beschweren dürfen. Aber die Schiedsrichterin sagt, eine Ermahnung reicht aus. Aber ich denke, sie sollten sich jetzt mehr zurücknehmen. Alles ein wenig verbissen hier. Und wieder Deutschland am Ball. Füllkrug. Sané. Da hat Leroy Sané einiges am Platz auf dem Flügel. Der sah gefährlich aus. Kurz Unterbrechung, es gibt Freistoß für Deutschland. Pass kommt nicht an. Asensio. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Neuer, immer noch gefährlich. Ballverlust bei den Spaniern. Was für eine Parade, da verhindert er den Rückstand. Und sie können sich bei ihm bedanken, dass es hier bei diesem Spielstand bleibt. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Nächster Ballverlust der Spanier.
Pass von Gündogan kommt da nicht an. Die Schiedsrichterin mit einer schweren Entscheidung. Manche würden sagen, das ist rot. Ich bin gespannt, was sie gibt. Keine gute Aktion, Buschi. Nee, rot. Schlafhalter von Pfosten zurück ins Spiel. Dankbarer Ball, Neuer. Kein Problem. Das war eine wichtige Szene. Das hätte die Führung sein können. Es ist ein Alu-Treffer. Es ist ganz viel Pech. Vielleicht direkt der nächste Angriff. Sie versuchen es weiter. Pedri. Ball ist bei Eric Garcia. Torres. Eric Garcia. Ferran Torres. Asensio. Pedri kann diesen Ball halten. Sein Elfpass wird abgefangen. Er bekommt die Unterstützung. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Jetzt eine gute Ecke, dann kann die deutsche Mannschaft hier in Führung gehen. Da ist Platz für den Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Leichter Ball für Unai Simon. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Jetzt sehen Sie sich zunächst mal hier diesem Angriff gegenüber. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Das ist der Pfiff und damit geht der erste. Nun kann es hier weitergehen. Wir gehen rein in Durchgang 2 dieses WM-Gruppenspiels. Gefährlich, keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Thomas Müller. Thomas Müller. Jetzt die Hereingabe. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Abgefangen von Rüdiger. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Vor der Pause kam nicht viel von Ferran Torres. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Steilpass kommt an, war sie gut. Und das gibt Eckball. Kurze Ecke jetzt. Flanke auf Müller. Gefahr erstmal bereinigt. Das kann gefährlich werden. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Leroy Sané. Schuss zur Führung. Spanien in der Vorwärtsbewegung. Da ist die Hereingabe. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Das macht er sicher. Müller! Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf.
Flanke wird kurz ausgeführt. Die deutsche Mannschaft bekommt den Angriff. Goretzka! Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Marco Asensio! Neuer Held war noch im Spiel. Gavi. Sergio Busquets am Ball. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade da schon. Da ist die Chance für Mario. Oh, Junge, Junge. Etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Marco Asensio! Neuer! Super Parade! Ja, sie hadern ein wenig mit der Chancenverwertung, die gelegt. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Gute Chance jetzt für die deutsche Mannschaft, spät in Führung zu gehen. Eckball. Ja, kurz ausgeführt. Der Ball geht auf Müller. Sie bekommen den Ball nicht weg. Chance zum Konter jetzt. Sie versuchen es nochmal. Lässt laufen, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Sie holen sich den Ball. Sané! Oh, es gibt Elfmeter. Jetzt könnte dieses Spiel hier kurz vor dem Ende noch neu entschieden werden. Die Schiedsrichterin zögert nicht lange. Sie greift durch, sie gibt den Elfmeter. Aber keine Karte, das war nicht unbedingt zu erwarten. Das soll jetzt hier das 1 zu 0 werden. Jawohl! Und er gewinnt den Zweikampf. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Spanien hat den Ball verloren. Leroy Sané. Schlusspfiff, Buschi, und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Sauer über diesen Platzverweis, der aus ihrer Sicht keiner war, aber ich finde, wenn sie nachher die Fernsehbilder sehen, müssen sie ihre Meinung ändern. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Klar, wenn du kurz vor Spielende das Siegtor machst, dann hast du Grund zur Freude, dann darfst du dich zu Recht abfeiern lassen.